Hallo, liebe Videofreunde. Ja, wir sind hier an einem wunderschönen Platz an einem See, der natürlich zugefroren ist, und haben einen sehr schönen Stellplatz heute Nacht gehabt. Haben bis um 1 Uhr auf die Polarlichter gewartet, aber leider hat unsere Station nicht ganz gereicht. Wir hätten etwas weiter oben sein müssen. Leider kommen keine Polarlichter. Um 2:30 sind wir dann ins Bett. Etwas deprimiert, also ich war etwas deprimiert, aber wir hoffen, dass wir heute noch welche sehen können, weil es ja auch immer abhängig ist von den Aktivitäten. Und gestern waren wohl noch mal ganz gute Aktivitäten, aber hat leider nicht bis hier unten gereicht. Wir sind jetzt kurz vor Umia. Heute haben wir noch ca. 350 Kilometer vor uns. Traumhaftes Wetter. Und wir beobachten gerade die Damen, die hier baden, Eisbaden. Es ist verrückt, aber es ist Tatsache so, wirklich. Also, sie haben gebadet und sind richtig cool. Ja, die sind es gewöhnt. Für uns unvorstellbar, ne? Krass. Ja, also jetzt geht's für uns gleich weiter. Heute fahren wir zum Alex Konrad. Das ist ein Polarlichtguide. Der liebe Bodo Eckert, einer von unseren Zuschauern, hat uns darauf aufmerksam gemacht. Und dann bin ich mit dem Alex in Verbindung getreten, und der wohnt in Vietze. Und das ist also unsere erste Station, wo wir auch bleiben. Mal gucken, wie lange, keine Ahnung. Und wir hoffen, dass wir auch mit ihm ja so eine kleine Tour machen können, Polarlichttour, und noch uns ein bisschen Ideen holen können, was wir noch so machen können hier in Lappland. Die Wetterprognosen sind im Moment nicht ganz so günstig für die Lofoten. Mal gucken, wie es bis nächste Woche ist. Es wäre sehr schade, weil da hatte ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen drauf gefreut. Mal gucken, abwarten, kann sich ja immer noch ändern. Jetzt werden wir erstmal Lappland genießen, weil da sind die Wetterprognosen in den nächsten Tagen sehr gut. Und dann werden wir halt mal ein bisschen das schwedische Lappland erkunden. So, dann werden wir mal jetzt weitermachen. Auf geht's. Und ja, bis später dann halt. Tschüss!
Ja, hallo liebe Videofreunde. Wir haben heute Nacht an einem Fluss gestanden. Das ist sehr schön. Hier die Ecke. Also ich drehe euch mal um, wenn ihr das sehen könnt. Ich muss gleich mal schauen. Dort zwischen den Bäumen kann man sehen, da ist der Fluss. Und ja, hier im Hintergrund ist die Brücke. Ja. Und hier haben wir mit Peppino gestanden. Peppino sieht im Moment ziemlich schmutzig aus, aber es gibt auch keine Möglichkeit, das Bus hier sauber zu machen oder ihn zu waschen, haben schon gefragt. Ja, im Übrigen waren wir dann auch gestern noch auf dem Weg hierher, am Storsforsen, glaube ich heißt er. Eines der größten Wasserfälle, die es hier gibt. Und ja, und haben uns den nochmal angeschaut. Das war natürlich sehr beeindruckend gewesen. Wunderschön, in der Abendstimmung. Ja, und anschließend sind wir dann hierher gefahren. Und die Polarlichter, die kamen gestern von dort, da ist Norden. Und von daher war es jetzt nicht so der Spot. Wir konnten halt nur so ein bisschen was mit dem Auto aufnehmen und da sind auch so Stromkabel. Also war jetzt nicht so der Rudi Reißer gewesen vom Spot her, aber zumindest haben wir gestern mal das erste Mal welche gesehen. Also so mal auch immer mehrere Male am Abend haben sie sich gezeigt. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Polarlichter weiter oben im Norden natürlich intensiver sind und besser zu sehen sind. Und hier so relativ weit unten im Süden, da es ist immer noch so am Rand. Es ist so das Randgebiet meistens von den Polarlichtern, je nachdem natürlich, wie die Aktivitäten sind. Im Moment sind sie halt nicht so stark und dann kriegen wir gerade mal so hier den Rand mit. Ja, und da müssen wir uns halt mit dem zufrieden geben, was wir jetzt hier abbekommen, weil es macht halt auch keinen Sinn, irgendwo weiter hochzufahren in den Norden, weil dort das Wetter schlecht ist. Die haben keine guten Prognosen jetzt fürs Wochenende gemeldet und für nächste Woche ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Aber das muss man dann abwarten, wie lange diese Schlechtwetterperiode dort oben langzieht. Und das Glück hier, was wir haben unten, wir sind so gerade an der Grenze, oberhalb zieht dieses Schlechtwettergebiet lang und wir sind noch unterhalb und hier bleibt es recht schön die nächsten Tage. Also bleiben wir hier in der Region. Wir werden noch mal gucken, ob wir ein bisschen mehr nach Lappland reinfahren können noch und noch ein paar andere Orte besichtigen können. Aber es bringt uns nichts, weiter hochzufahren. Wir wären ja gerne auf die Lofoten noch gefahren, aber da müssen wir gucken, ob wir das noch hinkriegen. Weil man sieht sowieso nichts. Wenn Schnee ist und Wolken sind, dann braucht man nicht hochzufahren. Dann nützt uns das Ganze überhaupt nicht. Dann geben wir uns lieber mit weniger Polarlichter zufrieden, aber wir sehen welche. Ne? Also, ja, war schon toll gestern das erste Mal welche zu sehen. Also, war schon schön. Aber, wie gesagt, wir werden noch mal ein bisschen Ausschau halten, ob wir noch ein bisschen tollere Plätze finden. Da kann uns sicherlich der Alex Konrad ein bisschen behilflich sein. Zudem fahren wir jetzt wieder zurück, dann machen wir heute mal ein Interview. Wir wollen euch mal berichten, wie er so als Deutscher dazu gekommen ist, hier nach Schweden zu gehen. Und ja, sollen wir ein bisschen von sich und seiner Veränderung im Leben erzählen. Also seid gespannt. Bis dann. Ciao.